aus Berlin, Sul Sul, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sims 4 hier auf meinem Kanal. Ja, da hocken die Mädels hier alle auf einem Bett und unterhalten sich. Eieieiei. Lenchen. Warum? Ja, und warum gehst du nicht ins Bett? Mädchen, schlaf doch mal eine Runde, Mensch. So. Wo ist sie jetzt hin? Marvin ist ja auch noch da. Marvin, deine Tochter brüllt. Ach, er macht das schon von allein, das ist cool. Alexa muss zur Arbeit und alle sind weg. Wo ist der Pimpf? Ach, der schläft. Wo kloppt die sich jetzt hin? Da zum Schlafen? Arvo. Junge, da hast du dir aber einen starken Kaffee gekocht, oder du? Mit Red Bull gekocht, oder was? Na, was los? Ist es hochwertiger Kaffee? Der Energielevel ist jetzt besonders hoch. Aha. Naja, Mädchen. Du hast so oder so keine Energie. Katja Nadine naht. Cool, unser Mädel wird groß. Soziale Medienstatus. Dann haben wir ein kleines Mädchen und einen kleinen Jungen. Na, das kann ja lustig werden. Da müssen wir hier ein Bett kaufen. Das können wir eigentlich schon mal machen, wa? Ein Bett. Betten. Kobolde, abwehrendes Bett. Welches hat er eigentlich? Bett mit Rädern. Hier gar nicht mehr drin. Warum eigentlich nicht? Hä? Bett. Gucken wir uns mal alle an. Das ist das. Aber das ist dann eher für Jungs, oder? Energie 3. Das ist auch Energie 3. Das ist auch Energie 3. Was ist? Kriegst du hier so ein?
Anders geht's erstmal nicht. Das heißt, wir können vielleicht später mal das da rausschmeißen und hier ein Kinderzimmer oder so von machen. Da müssen wir mal sehen. Aber erstmal wird es so laufen. Übrigens, Däumchen wären Träumchen. Abo noch viel schöner. Klickt auf die Glocke, dann erfahrt ihr, wenn es was Neues gibt auf meinem Kanal. Warum die nicht schläft, ist mir steif. Ich dachte, die hätten uns jetzt als Kind weggeholt. Katja Nadine. Marie, du bist so voller Elan. Hast du ja irgendeinen Auftrag im Petto? Nee. Dann könntest du theoretisch Freelance einen Auftrag suchen. Und solange wie du gut drauf bist, dann müssen wir das ausnutzen. Definitiv. Na, was hast du Schönes? Zeig mal. Haben wir irgendwas in Richtung Level 10? Level 8? 2450. Level 7. Ja. ...2510, Level 7. Okay. Für was Kleineres. Für was Kleineres gibt es mehr Geld, auch nicht schlecht. Und wir müssen Fantasy-Roman schreiben. Das ist mal was ganz Neues. So. Mach mal. Die hat die Karottenpflanze erforscht. Na. Red nicht, mach dein Buch fertig. Und du geh endlich schlafen, Himmel. Alter, die ist fix und alle, aber geht nicht schlafen. Warum müssen die eigentlich sie alle zutexten während der Arbeit? Feinschmecker-Kochfähigkeit, Lena. Lena, geh doch mal schlafen. Ich bin mal gespannt, wann unser Kleinkind größer wird. Wächst das von allein? Sie hat ein Buch geschrieben. Dann können wir das jetzt zur Abnahme schicken und hoffen, dass alles gut läuft. Ja, perfekt. Und schon haben wir wieder mehr Taler auf dem Konto. So, wo ist Lena jetzt? Ist die Tute endlich im Bett? Ich denke, Erwachsene fühlen sich nicht wohl in dem Bett. Das werden wir später dem Kind zuweisen. Ja. So.
fruit, Simba. Das muss jetzt flach fallen. Du musst dich ja erstmal um das Kind kümmern. Hallo? Oh wei. Au wei. Aber was passiert, wenn sie noch ein Kind kriegt? Wo bleibt das? Ist das sofort weg oder? Dann würde ich sagen. Engagieren Kindersitter Service. Du musst endlich sehen, dass du ins Bett kommst. Ach so, die Kinderstube. Ja, die kommen dann. Was? Wo schläft sie denn jetzt? Hey Finn, wo ist Dibbo ist Varsba. Ach, sie erzählt über ihr Techtelmechtel. Erxka, Sharar, Ozani. Fennica Fenabe. Hisbalip Grinea. Branka. Hispa. Chris Larkum. Mish Ebony. Sigafus. Ich verstehe nicht, warum sie nicht schlafen geht. Ja, da kann man auch schlafen. Vor allem in dieser Haltung. Sammy ist sehr hungrig. Kann er sich was nehmen? Nee. Okay, was kocht sie denn jetzt? Lena, du kriegst echt bald den Hintern voll, weißt du das? Was hat er sich geholt? Sein Lieblingsstuhl. Was ist das? Joghurtparfait mit Früchten. Ausgezeichnete Qualität. Ja, Tante Lena gemacht. Die kann das, ne? Guck mal, wie viel Energie du dadurch kriegst. Aber liebe Leute, wir sind schon wieder am Ende der Folge angekommen. Mal gucken, ob Lena dann mal endlich in der nächsten Folge schlafen geht oder weiterhin nicht. Ich bedanke mich bis dahin erstmal bei euch fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Und bis dahin erstmal ciao, ciao. Und diese Ferkel könnten auch die Küche mal putzen. Jetzt hat sie das gemacht und steht da. Okay, bis morgen. Tschüss.